So, wir sind heute mit etwas ganz anderem unterwegs und ich bin heute nicht alleine, glücklicherweise. Denn der Seuchendoktor ist mit am Start. Der Seuchendoktor ist mit am Start, vielleicht kennt man ihn noch aus ein paar älteren Videos, unter anderem auch aus der Livestream-Reaktion. Und ich habe Zuschauer, beziehungsweise eine Zuschauerin, welche ich zugegebenermaßen auch ein wenig persönlich kenne und die uns hier eine kleine Geschichte erzählt hat. Erzählt, geschrieben hat. Erzählen tun wir sie. Und, naja, das ist eine typische Fanfiction. Fiction. Und wer schon mal was gelesen hat, in der Form, weiß, wie solche Fanfictions des Öfteren, ausgehen. Oder wie sie grundauf eingestellt sind. Nun ja, ich würde sagen, wir lesen immer abwechselnd einen Absatz. Marcel lag wach im Bett. Er hatte einen Albtraum gehabt, welcher bewirkte, dass er sich schlaflos im Bett hin und her wälzte. Seit Wochen träumte er von René. Natürlich, aber das tun alle meine Zuschauer, ne? Das ist eine ganz klare Sache. Ich schaue deine Videos nicht. Ja, aber die visuellen Vorstellungen, die er nachts hatte, waren alles andere als schön. Jede Nacht sah René vor sich, wie er die gleichen Worte immer wieder aussprach. Tut mir leid, aber die Videos mit dir bekommen zu wenig Klicks. Das ist genauso ja, passiert. Das Hintergrundwissen, es ist da, ja. Dieser Traum war keine Projektion seines Unterbewusstseins. An einem Samstagabend, an dem René und Marcel normalerweise Videos aufnahmen, hatte der junge YouTuber es seinem Freund per Chat mitgeteilt. Die beiden waren nämlich seit mehr als einem Jahr zusammen. Es war nicht lieber. Also nur auf Business-Ebene. Natürlich, ja, klar. Es war nicht lieber auf den ersten Blick. Es war vielmehr eine Freundschaft, die sich zu etwas Wunderschönem entwickelte. Etwas Einzigartiges. Du hast sie auch noch nicht gelesen, oder? Ja, ich habe sie noch nicht gelesen. Wir sind beide absolut, wir kennen nichts. Umso mehr traf es Marcel, aka der Seuchendoktor, als René ihm scheinbar herzlos diese Nachricht schickte. Ohne Emojis. Ohne weitere Erklärung. Seitdem war alles anders. Seit diesem Tag hatte René etwas Kaltes in sich. Man muss halt wissen, dass es genauso passiert. Genau, ja. Exakt, ja. Aus diesem Grund stand Marcel auf, ging in die Küche und frühstückte. Normalerweise würde er sein Essen in seinem Zimmer nehmen und mit René telefonieren. Doch diese Tradition existierte seit einigen Wochen nicht mehr. Wir haben gemeinsam gefrühstückt. Sweet. Es machte ihn traurig, mit seinem nun erfolgreichen Partner zu reden, der sich unterlegen und falsch behandelt fühlte. Das ist übrigens tatsächlich Real Story. Zu Anfang dachte der Teenager, es wäre besser auf Abstand zu gehen, wenn René ihn anscheinend brauchte. Aber innerlich zerbrach er an dieser halbtoten Beziehung. Ja, seitdem ich die 500 Abonnenten habe, bin ich halt einfach viel zu gut. Ja. Minderwertige zweistellig Abonnentenzahlen nehmen. Wer kennt sie nicht? Vor allem die Story gibt es länger, als ich 500 Abonnenten habe. Egal, es geht weiter. Aber seien wir mal ehrlich, diese Story wird es auch noch lange, lange Zeit geben, bevor ich dreistellig Abonnenten habe. Ja. Jedes Mal, wenn die beiden sich trafen, kam Marcel sich benutzt vor. Da mit René kaum mehr sprach und der einzige Kontakt, den die beiden hatten, körperlich war. Zudem fasste René ihm nicht mehr auf die gleiche Weise an wie vorher. Er wirkte dominanter und aggressiver. Früher ging es ihm darum, Marcel zu befriedigen und gemeinsam eine schöne Zeit zu haben. Nun versucht René ausschließlich, sich selbst zu befriedigen. Das ist übrigens auch eine True Story. Oh Gott. Was ist das für eine kranke Scheiße? Sei doch froh, dass die hier gleich wieder aufhört. Stell dir mal vor, die wäre länger. Ja. Zum Glück. Jedoch stellte der Seuchendoktor an diesem Tag fest, dass er genug hatte. Die Trauer verwandelte sich in Wut. Die Wasserfällen der Träne wurden zu Wasserfällen aus Schimpfwörtern. Also beschloss er, ein Video zu machen und der Welt zu zeigen, wie kampfscharf wirklich ist. Okay, und hier ist ein Link. Warte mal, ich gehe mal kurz hier in die Szene. Das ist doch safe, die Wahrheit über Kampfscharf, oder? Wir lunsen mal, ich nehme es an. Ich würde das gerne öffnen. Hyperlink öffnen. Und es ist die Abrechnung, genau. Ich wusste es. Ja, natürlich, geil. Und Dislike war natürlich schon da, ja. Ganz klare Sache. Ja, okay. Was, du hast mich gedisliked? Ja, natürlich.
Und wenn ihr dieses Video sehen wollt, dann könnt ihr das auch gleich, das wird euch hier gleich eingeblendet, der Link ist auch in der Beschreibung, da rechnet der Seuchendoktor mit mir ab. Ja, es war ihm einfach genug, glaube ich. Ich habe einfach keine Kraft mehr, ne, ich bin halt nicht dein Sextoy, Buddy. Ich bin halt nicht dein Sextoy. Gut, dass die Welt es mal sieht, wie es ist. Okay. Tschüss. Tschüss.